Wladimir Wolfowitsch Schelinowski. Er kann so schön aufmischen, sagt Putin. Hallo und privet aus Kaliningrad. Vor ein paar Tagen hatte ich in einem Beitrag die Frage gestellt, was Russland ohne Schelinowski machen würde. Völlig unerwartet für mich stieß der Beitrag auf großes Interesse, was ich bei derartigen Themen bisher nicht gewohnt war. Deshalb gibt es noch einen kleinen Nachtrag, also die Sahne zum Kaffee. Es ist richtig, Wladimir Wolfowitsch ist mit seinen Ansichten gewöhnungsbedürftig. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und stirbt nicht an Herzdrücken. Aber er ist eine schillernde Figur im Politleben, im gesellschaftlichen Leben Russlands, und Russland wäre langweiliger ohne Schelinowski. In Deutschland sehe ich keinen Politiker, den ich mit Schelinowski vergleichen könnte. Schade eigentlich. Schelinowski ist Doktor der Philosophie und verdienter Humorist. Verdienter Jurist der Russischen Föderation. Schaue ich jetzt in die Politlandschaft des Landes, so sehe ich zwar schon Leute, die als Nachfolger für Putin in Frage kämen, aber ich sehe niemanden, der Schelinowski ersetzen könnte. Wolfowitsch geht anscheinend von einem ewigen Leben für sich aus. Denn er hat zwar ein Herz für die Jugend, aber für einen jugendlichen Nachfolger hat er bisher noch nicht gesorgt. Bleibt mir also nur übrig, ihm ein langes Leben zu wünschen. Denn ohne ihn hätte ich wesentlich weniger zu lachen in Russland. In den Kommentaren unter den Beiträgen finden sich immer wieder Anmerkungen, wo daran erinnert wird, dass Schelinowski mal versprochen hatte, Preußen wieder zu errichten und Deutschland zu helfen, wenn Deutschland oder die Deutschen es so wollen. Nicht immer wird Schelinowski richtig zitiert. Und manchmal sind die Zitate auch aus dem Sinnzusammenhang gerissen und somit nicht ganz korrekt. Ich habe einmal kreuz und quer durch die Archive geschaut und einige der markantesten Aussagen von Wolfowitsch bearbeitet. Wenn Sie Zeit haben, lassen Sie uns mal reinhören in einige dieser Aussagen. Sie können anschließend kommentieren, wobei ich mehr als gespannt bin auf Ihre Meinungsäußerung. Lassen Sie mich noch vorausschicken, dass Wladimir Wolfowitsch kein Mitglied der Föderalregierung oder der Präsidentenverwaltung ist. Er ist Parteivorsitzender der Liberaldemokratischen Partei der Russischen Föderation. Er ist Fraktionschef in der Duma. Nicht mehr und nicht weniger. Seine Äußerungen sind nicht gleichzusetzen mit Äußerungen von Regierungsverantwortlichen. Es sind Äußerungen eines Oppositionspolitikers. Um diese richtig einordnen zu können, lassen wir zu Anfang Wladimir Wladimirowitsch Putin zu Wort kommen, der sich humorvoll über Wladimir Wolfowitsch und seine Ansichten geäußert hat. Hören wir mal rein. Все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Да. Да, ну, зажигает красиво. Пожалуйста. Somit dürfte alles klar sein, wie wir die jetzt folgenden Äußerungen Wladimir Wolfowitschs einzuordnen haben. Schauen wir jetzt auf die älteste Meinungsäußerung Wolfowitschs zu Preußen, die ich gefunden habe. Sie stammt aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Film ab.
Наши планы нам нужно... Немецкая точность и мужество русского народа. И вместе в середине века в Германии хотели новый порядок, в Европе не получилось. В Москве хотели новый порядок в конце века, не получилось. За немецкую Пруссию и русскую Аляску. Ein gutes Beispiel, wie man, wenn man böse Absichten hat, die Aussage von Schilinowski fälschen kann. Man braucht nur den letzten Satz russisches Alaska wegzuschneiden und schon ergibt sich eine völlig andere Aussage Schilinowskis. So aber ist klar, dass Schilinowski vorschlägt, auf zwei Dinge das Glas zu erheben, die nur in der Fantasie der Menschen existieren, aber bar jeder Realität sind. Im Mai 2020 gab Schilinowski deutschen Journalisten ein Interview. Da sehen die Äußerungen Schilinowskis ein wenig anders aus. Aber man muss genau hinhören, was er sagt. Hören Sie mal genau hin. Wir haben den Deutschen die östlichen Gebiete weggenommen und den Polen gegeben. Aus welchem Grunde befinden sich heute die Polen auf dem deutschen Territorium? Man kann alles Deutschland wiedergeben. Dabei können wir helfen. Beim deutschen Hafen Memel, Klaipeda, wir können dabei helfen, für Deutschland das ganze Preußen wiederherzustellen. Keiner hilft, nur wir. Nun, haben Sie genau hingehört? Schilinowski sagt nicht, dass er bereit ist, Königsberg an Deutschland zu übergeben. Er erinnert mit seinen Worten an Preußen als Ganzes und schlägt vor, zuerst die Teile an Deutschland zu übergeben, die jetzt Polen und Litauen sind. Also von Mitgliedsländern der EU und der NATO. Ich denke auch, dass man damit beginnen könnte. Unter EU- und NATO-Partnern sollte doch diese Sache mit Leichtigkeit zu regeln sein. Wenn das erledigt ist, könnte man über die Wiedererrichtung ganz Preußens sprechen. So verstehe ich Schilinowski. Genau in der Reihenfolge. Allerdings wird dies natürlich zur Folge haben, dass Polen dann auch seine Gebiete wiederhaben will, die es irgendwann mal verloren hat. Litauen natürlich auch. Und so beginnt die ganze Kette. Erinnern Sie sich an Äußerungen von Putin in einem Interview, da diese komische Büchse der Pandora, hören wir mal kurz rein. Что касается западной части, вы сказали про Калининград. Это шутка, конечно. А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, ну, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом, не по Калининграду, а в целом. По восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется начать вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста, флаг в руки, начинайте. Der Videoausschnitt mit Schilinowski entstand vor dem Jahre 2020. Heute, nach Inkrafttreten der neuen Verfassung Russlands, ich erinnere, sie ist Mitte 2020 in Kraft getreten, nach einer Volksabstimmung, würde Schilinowski diese Worte, da bin ich felsenfest überzeugt, nicht wiederholen. Denn dann würde der Staatsanwalt ihn zu einem Gespräch bitten. Denn jegliche Versuche, den territorialen Status quo der Russischen Föderation zu ändern, können mit bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden.
Dann habe ich einen Beitrag Schilinowskis in einer Talkshow aus dem Jahre 2016 gefunden. Er nahm dort einen jungen deutschen Journalisten, ich glaube, er kam von der Moskauer Deutschen Zeitung, auseinander und es hörte sich gar nicht so an, als ob Schilinowski Deutschland in irgendeiner Weise bei irgendetwas helfen will. Film ab. Историю вашей страны. Когда началась война? 22 июня 41 года. Почему? Немецкие дивизии подошли к советской границе. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Да, конечно, мы знаем, как началась. И сейчас натовские дивизии подошли к границам России. НАТО. А где натовские Гитлер? Как любые. Любые. Там американцы есть, любые. И танки стоят. Все, что было в 41-м, в июне, вы уже сделали в июне 2016-м. Вы понимаете, что мы отступать больше никогда не будем? Никогда. И вы доиграетесь до превентивного удара, когда от ваших дивизий всех и германских, натовских, ничего не останется вообще. Im März 2018 gab Schilinowski der Deutschen Welle ein Interview. Sie sehen, er schreckt vor nichts zurück. Hören wir mal dort in die Äußerungen von Schilinowski rein. Deutschland ist aber Russlands wichtigster Wirtschaftspartner. Brauchen wir nicht. Ihr sollt von uns nichts mehr kaufen. Wir kaufen auch nichts bei euch. Wenn ihr unser Gas nicht kaufen würdet, wäre unser ganzes Land jetzt mit Gasleitungen versorgt. Und wenn ihr unser Öl nicht kaufen würdet, wäre unser Sprit sehr billig. Man merkt an den Äußerungen Schilinowskis, egal wie ernst man sie nehmen will oder nicht, wie der Abstand wächst zwischen Russland und Deutschland und der Ton schärfer wird. Und damit auch gar keine Zweifel zum denkbar schlechten Verhältnis zu Deutschland aufkommt, legt Schilinowski im gleichen Interview nochmal nach. Hören wir nochmal kurz rein. Warum? Wieso mischt ihr euch bei uns ein? Wir mischen uns auch bei euch nicht ein. Wieso sagt ihr, wie wir Russen leben müssen? Die Krim ist russisches Land. Dort leben russische Menschen. Im Donbass leben auch russische Menschen. Wir haben euch Deutschen die Chance gegeben, euch zu vereinigen. Was habt ihr uns dafür gezahlt? 10-mal weniger, als ihr hättet zahlen können. Europa, du sollst zittern. Selbst wenn ich am 18. März nicht gewinne, wird das Regime in Russland euch zwingen, endlich aufzuhören, uns das Leben beizubringen. Wir lassen uns von euch nicht herumkommandieren. Sie erinnern sich, ja? Dies war ein Interview wenige Tage vor den Präsidentenwahlen im März 2018. Seit diesem Zeitpunkt hat sich das Verhältnis zu Deutschland radikal verschlechtert. Deutschland ist der Initiator der antirussischen Politik der Länder der Europäischen Union. Und es fehlt nur noch ein winziger Schritt, bis Schilinowski oder vielleicht sogar ein anderer Politiker das Wort Feind im Zusammenhang mit Deutschland benutzt. Und dann sind wir am Datum 1. September 1939 oder 22. Juni 1941 angelangt. Amerika пока остается враг номер один. Враг номер два – НАТО. Вы были в Германии? Государственные деятели Германии, уже умершие, их памяти, смотрят на восток, на Россию. Они снова хотят дранг нах Остен. Язык знаете? Я знаю. Что это такое? Ахтунг, ахтунг! Die deutschen Soldaten! Eine Freundes ist nach Licht! Die russischen Panzer kampfen! Marschieren nach Berlin! Beenden wir nun die besorgniserregenden, wenig optimistischen Zitate von Äußerungen des russischen Politikers Wladimir Schilinowski, der offen das sagt, was andere vielleicht auch sagen möchten, aus Staatsräson aber nicht sagen werden. Schauen wir zum Schluss noch auf eine abschließende Äußerung Wladimir Schilinowskis. Etwas versöhnlicher, wenn auch für die Deutschen und Deutschland wenig erbauend.
Wobei, was sagt Schirinowski schon, was die Deutschen nicht schon längst wissen? Nichts Neues. Sie wissen es. Wir mischen uns nicht ein in die inneren Angelegenheiten Deutschlands. In erster Linie sollte es aufhören, ein besetztes Land zu sein und immer nach Washington zu fahren, um Erlaubnis nachzufragen. Es soll vollständig selbstständig sein und ich bin sicher, dass die meisten Deutschen für ein Bündnis mit Russland sein werden, anstatt für das Bündnis mit Amerika. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mir und meinem Kanal treu. Tschüss und Paka aus Kaliningrad. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Helfen Sie mir, den neuen Reservekanal Domizil Kaliningrad zu entwickeln. Registrieren Sie sich und schauen Sie möglichst häufig und möglichst lange die dort angebotenen Videos an. Ich brauche mindestens 1000 Abonnenten und 4000 abgerufene Videostunden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.